Ich bin die Selma, ich gehe an die HTL Winkelfeld. Bin auf die Schule gekommen, weil mein Papa auch schon HTL Winkelfeld gegangen ist, einen anderen Zweig, aber am Tag der offenen Tür habe ich mir eigentlich nur diesen einen Zweig angeschaut und der hat mir sehr zugesprochen. In der gebäudetechnischen Ausbildung beschäftigen wir uns vor allem mit den HKLS, das sind Heizung, Klima, Lüftung und Sanitäranlagen, unter anderem auch mit Wellnessanlagen. Das Ganze erweckt das Gebäude vor allem zum Leben und das Wohlbefinden der Menschen wird dadurch besser garantiert. Am liebsten ist es mir, wenn wir in der Werkstätte sind und viel Praktisches machen und schweißen oder löten oder Anlagen bauen. 40% des Energieverbrauchs kommt aus den Gebäuden, was dafür bedeutet, wie durch die Gebäudetechnik ist noch sehr viel am Klimaschutz zu machen. Durch alternative Energie wie Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Biomasse, Umweltenergie und weiteres. Da es einen großen Facharbeiterinnenmangel gibt, ist nach der Schule stehen mir sehr viele Jobmöglichkeiten offen, da wir oft an die Schule schon Angebote der verschiedenen Firmen bekommen. Die Bezahlung im Bereich Gebäudetechnik ist schon von Anfang an auch das Einstiegsgehalt sehr gut. Momentan machen wir in der Werkstatt eine Sanitärinstallation. Dabei haben wir vom Wasserzähler aus an ein Pissoir, ein Waschbecken und eine Dusche angeschlossen. Bei dem Ganzen geht es vor allem darum, dass sollten wir jetzt in die Planung gehen, wir auch wissen, wie es auf der Baustelle für die Handwerker abläuft, wie das Ganze installiert wird. Mir gefällt es, dass wir das, was wir uns ausdenken und vorplanen, auf eine Isometriezeichnung zeichnen, dann auch selber bauen können, dass wir auch sehen, ob wir alles richtig gemacht haben, richtig gezeichnet haben, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich auf die HTL Binkerfeld gegangen bin und auch die Abteilung Gebäudetechnik gewählt habe, weil es wirklich das ist, was mich interessiert und ich könnte mir momentan nicht vorstellen, dass ich was anderes mache.